Auch guten Morgen und willkommen zu dieser Veranstaltung und danke für das Intro. Ich habe das Vergnügen, Ihnen heute eine Perspektive aus der Welt der Geschäftsmodelle auf das ganze Bewegtbildthema zu werfen. Ich selbst bin Managing Director bei Götz Partners, das ist eine Unternehmensberatung mit einem starken Fokus auf das Time-Segment, also Telco, Medien, E-Business, IT-Services. Und habe das mal von der Perspektive heute angeschaut. Ich möchte vier Themen hier heute präsentieren. Auf der einen Seite, bevor ich in das Thema Geschäftsmodelle einsteige, nochmal einen Blick zu werfen, wie sich eigentlich das Mediennutzungsverhalten verändert hat. Das haben Sie sicherlich auch gestern schon diskutiert. Nichtsdestotrotz ist es für das Thema Geschäftsmodelle natürlich nochmal wichtig, da auch den Blick drauf zu werfen. Dann komme ich zu dem konkreten Thema Geschäftsmodelle. Möchte ein bisschen Licht in das Dickicht der verschiedenen Geschäftsmodelle werfen, letztlich Erfolgsfaktoren und dann, wie eben schon angekündigt, auch so ein bisschen Blick in Richtung Deutschland, wo wir da stehen, ob der Zug schon abgefahren ist oder ob wir da noch aufspringen können. Gut, wie Sie sicherlich gestern auch mehrfach diskutiert haben, hat sich das Bewegtbildthema dramatisch verändert. Einerseits natürlich von der Nutzersicht. Wir alle schauen heute anders fern, als wir es früher getan haben und natürlich auch von der Anbietersicht. Damit ich ein Gefühl bekomme, wie fortschrittlich Sie hier als Publikum sind, gestatten Sie mir vielleicht drei Fragen, wo ich kurz um Ihr Feedback bitten darf. Die erste Frage ist, wer von Ihnen hat eigentlich noch ein herkömmliches Fernsehgerät zu Hause? Ja, das sind gar nicht so furchtbar viele, vielleicht 40%. Ein ganz normales, also ob mit Smart TV oder ohne, ganz egal, ganz normales Fernsehgerät, im Wohnzimmer muss es hängen. Also Frage wiederholen, jetzt nochmal. Okay, naja, gibt schon ein paar, die haben das nicht. So, dann lass mich mal die Frage stellen, wer von Ihnen schaut denn regelmäßig, also ich sage jetzt mal einmal die Woche, lädt sich einen Film auf irgendeinem Portal runter, ob das jetzt YouTube ist oder iTunes oder was auch immer, ganz egal. Okay, Sie sind doch fortschrittlicher. So, und jetzt letzte Frage, wer von Ihnen schaut auch regelmäßig diese Bewegtbildinhalte auf einem sogenannten Second Screen, sprich Tablet, PC, Smartphone, wo auch immer an? Okay, also Sie sind definitiv nicht der Durchschnittsdeutsche. Sie sind hier definitiv sehr fortschrittlich. Normalerweise würde ich jetzt sagen, daraus kann man ableiten, dass Sie sich wahrscheinlich im Alter unterhalb von 29 befinden. Das trifft aber nicht auf alle zu. Gut, also zuerst einen kleinen Blick darauf, wie sich das Mediennutzungsverhalten in Deutschland die letzten Jahre verändert hat. Ich finde es immer wieder erstaunlich, man blickt da drauf und so wahnsinnig viel ändert sich da nicht. Das Interessanteste ist eigentlich diese Säule, diese hellblaue Säule, wo TV davor steht. Das ist die Zeit, die Mediennutzungsdauer, die Sie täglich verbringen, der Durchschnittsdeutsche mit dem klassischen Schauen von linearem TV. Und Sie sehen das, das bewegt sich 2013 bei 221 Minuten, also knapp an die 4 Stunden. Und was erstaunlich ist, es hat sich trotz aller Vorhersagen eigentlich nicht deutlich nach unten entwickelt, sondern ist eher konstant geblieben und hat sogar noch leicht zugelegt. Sie sehen das, von 219 Minuten in 2012, 202 Minuten in 2005. Und natürlich prognostizieren alle möglichen, dass es in den nächsten Jahren auch runtergeht. Ob das kommen mag oder nicht, muss man sehen. Aber jedenfalls das lineare TV, klassisches Fernsehen ist eigentlich relativ stabil. Interessant ist das, wenn Sie ein bisschen den Blick weiter nach rechts rüber werfen, das ist nämlich die Zielgruppe der Jüngeren, sprich 14 bis 29 Jahre, da können Sie sehen, da ist es schon deutlich, deutlich weniger Zeit, die man darauf auf das klassische Fernsehen verbringt und vor allen Dingen ist es auch von 2012 auf 2013 von 150 Minuten auf 134 Minuten nochmal deutlich zurückgegangen. In Summe können Sie sehen, dass das die Mediennutzungsdauer, also die Zeit, die wir alle mit verschiedensten Medieninhalten verbringen, deutlich zugenommen hat auf 566 Minuten und dass natürlich der oberste, der blaue, tiefblaue Balken auch deutlich zugenommen hat. Das ist nämlich die Zeit,
die wir im Internet verbringen. Diese Zeit lässt sich dann wieder aufgliedern mit Suche, E-Mail und so weiter. Rund 30% der Zeit verbringt man im Schnitt damit, Bewegtbildinhalte im Internet zu konsumieren. Und Sie können sehen, bei diesen jüngeren Zielgruppen, da ist es so, dass es natürlich deutlich stärker ausgeprägt ist. Also wie gesagt, deswegen, Sie alle hier wahrscheinlich fallen in die Kategorie unter 29-jährig und nicht klassischerweise durchschnittsdeutsch. So, vielleicht nochmal auch ein Punkt, weil das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Sie sehen es, lineares TV hat deutlich, ist stabil geblieben, aber was man nicht verschweigen darf, ist, dass die parallele Mediennutzung deutlich zugenommen hat. Und das ist natürlich dann interessant, wenn Sie heute Nachmittag über Werbemodelle und so weiter sprechen, weil natürlich die Aufmerksamkeit für das klassische lineare TV damit auch abnimmt. Zwar flimmert hintendran die Kiste weiterhin, aber Sie spendieren nicht Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Fernsehen, sondern tun noch alle möglichen Dinge nebendran. Eine aktuelle Umfrage, das ist das linke Teil dieses Bildes, können Sie sehen, 68% der Befragten nutzen nebenher noch einen weiteren Screen, machen irgendetwas nebenher, neben dem die große Kiste im Wohnzimmer flattert. Und welche Geräte Sie da haben, können Sie unten auch sehen. Noch immer ein Großteil hat den PC, den Laptop auf den Beinen, ein Teil davon die Smartphones, Desktop und Tablet. Und rechts auf der Grafik können Sie sehen, was macht man eigentlich in der Zeit, wo Sie nebendran noch auf einem zweiten Screen irgendetwas unternehmen. Sie sehen es ganz gut eigentlich für die Content-Häuser. 28% beschäftigen sich tatsächlich mit dem TV-Inhalt in irgendeiner Form. Sie tauschen sich aus mit anderen dazu. Sie gehen noch mal tiefer ins Detail. 26% setzen sich, und das ist natürlich die gute Geschichte für auch die Werbetreibenden, mit dem Produkt, was in irgendeiner Form in der Werbung erwähnt wurde, auseinander, und 21% tauschen sich über soziale Netzwerke mit ihren Freunden über die Sendung etc. aus. Gut, dann hier nochmal ein paar Zahlen, die, glaube ich, das Thema, wie hat sich dieses Mediennutzungsverhalten verändert, relativ schön darstellen. Auf der einen Seite, Sie sehen es, das ist der Bubble in der Mitte, 20 Millionen Deutsche haben 1992 noch Wetten, das eingeschaltet und angeschaut. Was mit der Sendung passiert, wissen wir auch alle. Ende des Jahres wird sie eingestellt. 1988 hatten die deutschen Haushalte im Schnitt 7 TV-Programme. 5 Jahre davor waren es noch 4 im Durchschnitt. Heute sind es ja rund 82. Je nachdem, wo Sie wohnen, welches Signal Sie haben, sind es auch noch deutlich mehr. Und was ganz dramatisch zugenommen hat, und worauf ich auch später nochmal zu sprechen komme, ist das ganze Thema Over the Top, Video on Demand und da unter anderem natürlich auch YouTube. Sie sehen es, mehr als 6 Milliarden Stunden Video werden pro Monat gesehen, 4 Milliarden Videos pro Tag, 100 Stunden Videocontent wird pro Minute hochgeladen und mehr als 1 Milliarde Zuschauer pro Monat, also unglaublich große Zahlen für meinen Geschmack. Das deutsche Pendant sehen Sie rechts oben mit Maxdome. 1 Million Unique User pro Monat, 3,5 Millionen Deutsche nutzen Videostreaming-Dienste in Summe und 47 Millionen deutsche Nutzer schauen pro Monat durchschnittlich 21,4 Stunden Online-Videos. Also ganz interessante Zahlen. Um das Ganze nochmal zu untermauern, sehen Sie es hier auch nochmal, haben wir nochmal geschaut, wie hat sich eigentlich die Anzahl der Downloads pro Tag auf YouTube entwickelt. Sie können es sehen, von 2012 bis 2013 hat es sich ein bisschen flach entwickelt. Da ist dann irgendwo auch mal eine gewisse Sättigung eingetreten. Jetzt, Januar 2014, hat es noch mal ein bisschen zugenommen, aber in Summe auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und rechts, eher aus der Business-Perspektive, wie haben sich dazu die entsprechenden Umsätze entwickelt? Die blauen Balken zeigen die Umsätze mit in dem Over-the-Top-Segment, die relativ stark zugenommen haben. Deutschland ist der kleine graue Balken. Sie sehen es, da noch relativ niedriges Niveau, möglicherweise auch noch ein bisschen nach oben gemogelt, aber in Summe relativ niedrig. Was ist ein entscheidender Treiber für das ganze Thema? Natürlich die Smart Devices, die Sie hier auch alle vor Ihrem Tisch stehen haben, ob Tablet, Smartphone, was auch immer. In Summe ist es so,
dass wir davon ausgehen, dass in 2015 rund 105 Millionen smarte Devices in den Haushalten haben, aktuell bei rund 72 Millionen liegen, also eine relativ hohe Zahl, was natürlich dann auch eine Voraussetzung ist, dass Sie auf diesen Second Screens auch die Inhalte anschauen können. So, nochmal zusammenfassend, was sind denn eigentlich oder wie hat sich das Mediennutzungsverhalten verändert? Klassisches lineares TV, haben Sie gesehen, entwickelt sich relativ, bleibt relativ stabil, nichtsdestotrotz in den jungen, interessanten Zielgruppen stark rückläufig, ist schon heute auf einem relativ überschaubaren Niveau. Parallele Mediennutzung hat stark zugenommen. Nichtlineare TV-Nutzung, das heißt wir oder der Konsument entscheidet, wann, was und wo er sehen will, steigt stark an. Genauso wie das Thema Over-the-Top-Plattform, ob das jetzt Netflix ist, was in aller Munde ist, oder ob das natürlich auch Plattformen sind wie Maxdome, Amazon Instant Video und so weiter, ganz egal. Und natürlich das Thema Second Screen steigt stark an. Das sind so die Veränderungen, die Trends beim Mediennutzungsverhalten, die natürlich auch entsprechend Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle haben. Um auf die Geschäftsmodelle zu kommen, habe ich hier mal die verschiedenen Wertschöpfungsstufen in der TV-Wertschöpfungskette dargestellt. Sie können es sehen, ganz links die Endgeräte bis ganz rechts zur Content-Produktion. Kann man auch anders darstellen, das ist jetzt mal eine Form der Darstellung. Ganz links bei den Endgeräten, Sie sehen es vor einigen Jahren, da gab es eigentlich im Wesentlichen zwei Endgeräte, nämlich dieses TV-Gerät, was Sie sehen, und dann noch die Set-Top-Box. Dazugekommen sind die Spielekonsolen, Blu-ray-Player und natürlich auch diese Second-Screen-Devices, Tablets etc. Beim Access hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Das Einzige, was dazugekommen ist und was zu einer dramatischen Veränderung in der gesamten Wertschöpfungskette geführt hat, ist ganz unten der Ball. Das ist nämlich das Internet. Damit haben die bisherigen Access-Provider, ob das jetzt die Satellitenbetreiber waren oder die Kabelnetzbetreiber oder die Telcos, ihr Monopol mit der Kundenschnittstelle aufgeben müssen, was zu all den Veränderungen geführt hat, die wir jetzt hier schon angesprochen haben, dass Content-Häuser direkt auf ihre Kunden zugehen können, dass Kunden gar keinen Satellitenzugang oder Kabelzugang im Zweifel brauchen, um trotzdem Content zu generieren, anzuschauen. Die weiteren Stufen Distribution und Aggregation, das ist das, worauf ich jetzt gleich schauen werde im Hinblick auf die Geschäftsmodelle. Sie sehen, dass sind zahlreiche neue Player in den letzten Jahren dazugekommen und kommen auch noch, wenn Sie hier jetzt zum Beispiel Netflix sehen. Netflix, Sie sehen es, ich habe es hier auch unter Produktion aufgeführt, weil, wie Sie wahrscheinlich wissen, Netflix natürlich mittlerweile auch in die Content-Produktion eingestiegen ist und mit House of Cards auch durchaus erfolgreiche Produktion da vorgelegt hat. Hier eine Form, ein bisschen Licht in diesen Dschungel der unterschiedlichen Geschäftsmodelle reinzubringen. Auf der einen Seite von links nach rechts dargestellt die Quelle des Geldes sozusagen. Das ist auf der einen Seite gebührenfinanziert, werbefinanziert, klassischerweise Paid Content, wie wir das alles von Sky oder früher Premiere kennen, und natürlich auch transaktionsorientiert, wie wir das von den Shopping-Kanälen kennen. Auf der anderen Seite der Dimension, nach unten abgetragen, orientiert es sich nach der Nutzung. Sie sehen es auf der einen Seite, klassisches lineares Broadcasting, das sogenannte klassische Fernsehen, linear over the top und das ganze nonlineare Thema. Sie sehen es beim klassischen gebührenfinanzierten, haben wir natürlich im linearen Bereich die klassischen TV-Sender ARD, ZDF, wie wir sie alle kennen. Die haben auch Angebote im linearen Over-the-Top-Bereich, das erste, oder ZDF natürlich mit ihren jeweiligen Applikationen, wo sie direkt online auch schauen können und natürlich auch die entsprechenden Videotheken, Mediatheken, um den nonlinearen Bereich abzubilden. Was es nicht gibt, ist im Prinzip ein plattformübergreifendes Portal, à la Satu beispielsweise oder Matchline, was in Deutschland jetzt kommen wird, wo sie im Prinzip über die verschiedenen Sendergruppen hinweg quasi lineares TV oder auch On-Demand schauen können von einem deutschen Anbieter. Werbefinanziert, klar, die großen Senderketten Pro7, Sat1, RTL, dann eben lineare Angebote, Sat2 seit einigen Jahren in Deutschland durchaus erfolgreich, hat immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auch alle privaten Senderfamilien drauf zu bekommen, ist mittlerweile gelungen, und als neuer Player am Markt
die schwedischen Jungs von Madshine. Im nonlinearen Bereich sicherlich als prominentestes Beispiel YouTube. Dann im ganzen Paid-Content-Bereich auf der einen Seite natürlich das Thema Premium Pay mit Sky, dann einzelne Sender wie Sat1 Gold, RTL Nitro und so weiter und natürlich auch entsprechende Angebote wie Sky Go Now in England für das lineare Over-the-Top. Dann weiter unten, Sie sehen es nochmal differenziert beim nonlinearen Paid-Content-Bereich, einerseits differenziert bei den klassischen Abo-Modellen à la Netflix, wo Sie 6,99, 7,99 bezahlen und dann pro Monat so viele Serien, wie Sie wollen, konsumieren können oder eben dieses Per-Use-Modell. Sie schauen sich auf iTunes einen Film an, den Sie dann runterladen, entweder als Leihversion oder aber als Eigentum zum Konsumieren. Und ganz rechts im Transaktionsbereich im Prinzip die TV-Commerce-Anbieter mit ihren entsprechenden Angeboten. Jetzt ist natürlich auch die Frage, welches dieser Modelle wird sich wie entwickeln? Jetzt komme ich zurück zu dem Thema mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten. Natürlich gehen wir davon aus, dass die Angebote, die sich auch an diesem veränderten Mediennutzungsverhalten orientieren, auch erfolgreich sein werden. Sie sehen es, dementsprechend haben wir hier bei dem klassischen werbefinanzierten linearen Broadcast-TV den Pfeil nach unten gesetzt, auch wenn natürlich die letzten Jahre gerade von ProSieben die Zahlen recht gut waren, glauben wir trotzdem, dass das mittel- und langfristig ein echter Challenge sein wird, weil es einfach nicht mehr dem Mediennutzungsverhalten entspricht und damit natürlich auch das klassische werbefinanzierte Geschäftsmodell unter Druck steht. Bei dem Paid-Content-Bereich, Sie sehen es, haben wir zwei Pfeilchen eingezeichnet, eins nach unten, eins nach oben. Das nach unten gilt dem klassischen Premium-Pay-TV à la Sky. Wir glauben, dass es schwierig sein wird. Auch da sind die Zahlen ja jetzt, die jüngsten Zahlen, recht gut gewesen. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es schwierig sein wird, von den Abonnentengebühren, ich sage es mal, jenseits der 25, 30, 45 Euro pro Monat zu berechnen, wohingegen Sie im Prinzip im On-Demand-Bereich, zumindest was die klassischen Filme anbetrifft, auch für ein kleines Geld schon die Filme angucken können. Das ist ein bisschen anders geartet im Sportbereich. Das ist im Wesentlichen auch die Hauptklientel von Sky, aber da sehen wir trotzdem dieses Modell perspektivisch unter Druck. Kleine Sender à la RTL Nitro und so weiter, ist es anders geartet, das ist in den klassischen Basic-Pay-TV-Angeboten, die sind sehr spitz auf ihre Zielgruppe orientiert, deswegen glauben wir auch, dass die durchaus erfolgreich sein können. Gut, ansonsten die Segmente weiter unten, ohne dass ich jetzt auf jedes einzelne gehe, glauben wir schon, weil sie eben diesen veränderten Nutzungsbedürfnis Rechnung trägt, weil es zielgruppenspezifisch ist, glauben wir auch, dass sie da durchaus erfolgreich sein werden. Das gilt natürlich nicht für alle jeweiligen Player. Es hängt immer vom spezifischen Angebot, von verschiedenen anderen Erfolgsfaktoren, aber grundsätzlich sehen wir da ein gutes Zukunftspotenzial. Hier ein kurzes Beispiel, was nicht 100% auf die Vorderseite passt, aber zumindest ansatzweise. Auf der einen Seite links dargestellt, das klassische Beispiel für ein klassisches Geschäftsmodell, das ist nämlich Comcast, das größte Kabelnetzbetreiber in Amerika, der natürlich die Kabelinfrastruktur, aber natürlich auch TV mit anbietet. Was man da sehr gut sehen kann, ist, dass die Kundenzahlen rückläufig sind, nicht dramatisch rückläufig, aber zumindest rückläufig, wohingegen rechts als Player für die neue Welt, nämlich Netflix, einen relativ starken Anstieg zu verzeichnen ist mit 41 Millionen Subscribern, sodass man sehen kann, klassisches, altes Geschäftsmodell definitiv unter Druck, da ist das ein Beispiel und die neuen Geschäftsmodelle, die diesem veränderten Nutzungsverhalten Rechnung tragen, sind sehr, sehr erfolgreich. Gut, ein paar Erfolgsfaktoren, muss ein bisschen auf die Zeit gucken, ja, ein bisschen haben wir noch. Natürlich ist die Infrastruktur eine ganz entscheidende Voraussetzung in Deutschland. Vielleicht da auch nochmal eine Zahl, rund 60% der deutschen Haushalte haben kleiner gleich 16 Mbit als Bandbreite. Das heißt, wir sehen natürlich alle die 120 Mbit und was auch immer von den Kabelnetzbetreibern, aber die überwiegende Mehrheit ist da immer noch relativ schmalbandig und dementsprechend langsam unterwegs. Im mobilen Bereich mit LTE ist es ein bisschen besser geartet, aber das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass Sie eben auch auf diesen Second Screen unterwegs mobil Inhalte konsumieren können. Hier nochmal, natürlich ist das Thema Smart Devices eine Voraussetzung, auch da wenig überraschend.
In den jüngeren Zielgruppen haben sie eine deutlich stärkere Verbreitung der Smart Devices, ob Smart TV oder Smartphone oder Tablet, gilt grundsätzlich für alle, wohingegen in den Älteren das natürlich ein bisschen weniger stark verbreitet ist. Was sind weitere Erfolgsfaktoren? Die Sie hier fett sehen, die möchte ich auch ein bisschen kurz beleuchten. Auf der einen Seite natürlich intuitive Bedienbarkeit. Apple hat uns das, glaube ich, alle ganz gut vorgemacht, wie so eine Bedienbarkeit funktionieren und aussehen kann. Und das ist natürlich ein ganz entscheidendes Erfolgskriterium, wenn Sie, wie es zumindest bei deutschen Video-on-Demand-Plattformen in den Anfangsjahren der Fall war, Schwierigkeiten hatten, das Ding bricht ab, das Bild bleibt stehen, Sie haben Dropouts und so weiter, dann ist es einfach keine Freude, das zu nutzen. Und dann kommen sie auch nicht wieder, deswegen Bedienbarkeit und Funktionsfähigkeit sind natürlich ganz entscheidend und wichtig. Thema zeitversetztes Fernsehen, die Zahlen beruhen auf einer Konsumentenbefragung, die wir durchgeführt haben, jüngst, mit einer Stichprobe von rund 1000 Befragten. Dunkelblau heißt sehr wichtig, grau heißt wichtig. Zeitversetztes Fernsehen ist für die Befragten natürlich wichtig. Nutzung von Inhalten auf verschiedenen Geräten. Sie können es sehen, es ist in Deutschland, diese 21% haben mich da ein bisschen kritisch gestimmt, fand ich nicht so wahnsinnig drastisch. Das heißt, auch Sie sind eben nicht der Durchschnitt, auch nicht der Durchschnitt, den wir damals befragt haben. Nur 21% ist es wirklich wichtig. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass ich die Inhalte auch auf dem Tablet sehen kann. Aber das trifft nicht für alle zu. Und On-Demand ist mit 53% schon durchaus auch ausgeprägt. Und letztlich natürlich auch das Thema Einbettung von Social Media, sprich über Second-Screen-Applikationen, ist wichtig, ja, aber nicht so entscheidend wichtig, wie das möglicherweise teilweise in der Presse zu lesen ist. So, noch ganz kurz, Implikationen für Deutschland. Habe ich ein paar vielleicht provokante Geschichten aufgestellt, weil ich nämlich tatsächlich der Auffassung bin, dass wir in Deutschland uns da anstrengen müssen, um nicht den Anschluss zu verpassen. Und gerade eben in den neuen Geschäftsfeldern On-Demand, Over-the-Top, haben wir in Deutschland relativ wenig zu bieten. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn wir gucken, dass die doch kleinere Schweiz als Nachbarstaat mit Zattoo, mit Wilma, mit Choice als anderes Beispiel recht erfolgreich und sehr innovativ ist, ganz zu schweigen von den Schweden und auch den Amerikanern. Also bringen wir das in Deutschland relativ schwer auf die Beine und ein gutes Beispiel ist ja auch die Initiativen, die es in der Vergangenheit gab mit Germany's Gold oder auch der Amazonas-Plattform der privaten Anbieter, das dann aus kartellrechtlichen Gründen abgesagt wurde. All das ist natürlich nicht wirklich fördernd, damit wir auch hier in diesem Segment wettbewerbsfähig bleiben. Klar ist auch, TV-Branche steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Das sehen auch nicht alle so, wenn Sie sich die aktuellen Geschäftsberichte und Zahlen von ProSieben und so weiter anschauen, sind die auch gut, aber vor 2 Jahren waren sie in der Verlagsbranche ähnlich, da waren die Zahlen auch gut. Dann mittlerweile sehen Sie, wie die Verlage aussehen, sprich, das ist auch schwierig und kaum aufzuhalten. Ich glaube auch, dass das Thema Blockadehaltung von deutschen Inhalteanbietern, wenn sie sagen, nein, wir wollen nicht auf diese und jene Plattform gehen, dass es nicht wirklich das Problem löst, dass es möglicherweise das Sterben etwas herauszögert, aber nicht wirklich dazu beiträgt, die Existenz zu sichern. Und auch da muss man sagen, dass ähnlich wie uns das bei den sozialen Netzwerken in anderen Bereichen geht, schon die Gefahr droht, dass wir auch da wieder von den großen amerikanischen Playern einfach überrollt werden und damit den Anschluss verlieren. Das sind meine Thesen. Damit bin ich durch. Wenn Sie Fragen haben, herzlich gerne.